Jetzt hänge ich hier auf Piräus mit irgendwie 40 Kilo Gepäck, einem Seemannsbuch, einer Gitarre, die mir nicht gehört, eine Holzkiste. Was mache ich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Okay, ich zeig's euch. Mittlerweile in Amsterdam hier. Ich bin hier gerade am Jonny Jordanplein. Hier, da ist er. Soll ein ganz bekannter Musiker sein. Orchideen aus Amsterdam. Oh. Ich glaube, hier bin ich genau richtig. I think I'm in ukulele paradise. So, thank you so much for checking out your ukulele paradise. I'll get back to you. So, ich habe wieder meine Österreicher gefunden. Josef, Bernhard. Machst du einen Film? Ja. Wo sind wir? Wo sind wir hier? Wer weiß es? Saint-Malo. Saint-Malo. Und ich sah schon Sankt-Malo. Sankt-Malo. Saint-Malo. Und ich habe heute schon französisches, nein, belgisches Bier habe ich getrunken. Was trinken wir jetzt? Französisches Bier. Französisches Bier. Möge es munden. Jawohl. Grüße. Tschüss. Gracias. Nette Leute hier. Ja, wie man sieht, ist das hier das Guggenheim-Museum. Ich würde gern reingehen, ich habe aber leider keine Zeit. Wir legen um 13 Uhr schon ab. Geht's weiter nach La Coruña. Herrlich, aber Shane ist schon. Ja. Und es endet, wie es angefangen hat, an der Bushaltestelle. Viel zu wenig Zeit. Hast du ein bisschen was gesehen? Schön entspannt? Jeden Tag rücken wir dem Tod ein Stückchen näher. Warum nicht auch einfach nochmal durch Bilbao spazieren gehen? Ja, schön war's. So, wir sind jetzt mittlerweile in La Coruña, in Spanien. Ich werde den Landgang genießen, ein bisschen Ukulele spielen. Buen día y hasta luego. So, wir sind hier in Lechoig. Ich habe gleich ein nettes Café gefunden. Natürlich habe ich mein Geld vergessen an Bord, nachdem ich den ersten Kaffee getrunken hatte. Aber sehr entspannt die Leute hier. Schön. Okay, es geht zurück zum Boot und dann morgen nach Lissabon. Das hier ist Lissabon. Ich habe mir auch gleich ein T-Shirt gekauft. Vermutlich werde ich gar keine Zeit haben, in die Stadt zu gehen, beziehungsweise mir noch ein bisschen was anzuschauen. Wir müssen gleich noch ein bisschen proben. Warum wohl? Und ja, dann gleich um 14.30 Uhr spielen wir gleich, wenn die neuen Gäste kommen. Also, Lissabon, ich komme wieder. Das war gerade ein Sachs-Motorrad-Club oder Sachs-Moped-Club. Wir sind hier gerade in Portimão. Ich habe endlich wieder ein bisschen Zeit für den Landgang, ein bisschen Ukulele spielen. Mal schauen. Schöner Ort.
Ich habe nicht viel gesehen, aber ich habe den Tag zur Entspannung genutzt. Das ist unheimlich wichtig, weil erst seit gestern haben wir eine Einzelkabine. Davor, die letzten 12 Tage, hatten wir eine Doppelkabine, was für zwei schnarchende Musiker nicht so einfach ist. So, und ich gehe genau auf dieses Boot. Und genau genommen ist es ein Schiff. Bis später, wir sehen uns in Spanien, ist das nächste. Ja, wir fahren wieder nach Spanien. Muchachos, nos vemos, hasta luego. Ja, wir sind in Malaga und wie immer, da wo das Schiff liegt, links, ist immer der Hafen, die Industrie. Und rechts ist immer der Strand. Ja, so viel zum Thema effiziente Wassernutzung. Hier wird einfach Wasser versprüht, damit es so ein bisschen angenehmer ist, ein bisschen kühler. Unglaublich. Fass es nicht. Ja, also es ist wieder einer dieser Momente, wie geil haben wir es, wie schön ist unser Leben. Ne? Ganz wunderbar. Zum Wohl. Wir sitzen hier schön entspannt an der Bar in Malaga. Malaga heißt in Deutsch übersetzt Salz. Ah. Mehr weiß ich dazu nicht. Dann trinken wir doch einfach auf das Salz des Lebens. Salut! Bei der Gelegenheit gleich mal Grüße an den Shadow Man. Entschuldigung, Sie wissen schon, dass Sie hier nicht fotografieren dürfen, ne? Ja, leider. Kann ich mal Ihren Fotografenausweis sehen? Ja. Hast du eine... Tienes un permiso? ¿Dónde está su permiso? ¿Dónde? Vale, todo bien. Mit freiem Oberkörper hängt man den Park rum, das geht nicht. Und Tattoos sind ja auch nicht erlaubt. Das geht gar nicht. Wer sagt das? Wirklich ein sehr schöner Garten hier. Echt klasse. Wir spielen 17:30 bis 19:30. Ich glaube, ich komme da gleich nochmal wieder. Schon ziemlich stressig hier, also es ist richtig Großstadt, Barcelona. Nicht die Hauptstadt, aber fast. Richtig Alarm hier, guck, alle am Shoppen. Die Landgänge sind irgendwie immer zu kurz. Man braucht eigentlich auch ein bisschen mehr Zeit für sich selbst, um erstmal zur Ruhe zu kommen. Aber ein bisschen festen Boden unter den Füßen gehabt, ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen Ukulele gespielt. Schön. Aber eigentlich muss ich nochmal wiederkommen und mir das in Ruhe anschauen. Ja, hier, der Wecker klingelt schon. Ich würde sagen, es ist Zeit. Zurück aufs Schiff. Es geht weiter nach Marseille, aber je ne parle pas français. Bonjour. Ja, wir sind in Marseille. Nette kleine Stadt. Sehr ruhig, sehr angenehm. Hier kann man richtig schön entspannen. Ne? Wenn man sich das so anschaut, unglaublich. Also wenn man etwas Entspannung am Mittelmeer sucht, so eine nette kleine Insel oder sowas, oder ein netter Küstenort, dann sollte man nicht nach Marseille fahren. Das ist also echt wirklich total stressig hier. Ne? Nur Verkehr, nur touristisch. Hier werde ich meine Ukulele auf keinen Fall rausholen. Also die ist zu schade dafür. Echt eine Dreckstadt. Ich suche mir was Besseres.